Wir machen heute ein echt dekadentes Steak. Von einem französischen Rindvieh. Gereift in Deutschland. Wie wir das machen. Und ob es schmeckt. Und ob es noch dekadent genug ist. Richtig dekadent. Seht ihr, wenn ihr euch das Video anschaut. Viel Spaß. So, wir haben ein sportliches Stück Fleisch. Das tupft mal ein bisschen ab von beiden Seiten. Fast vorbereitet. Hier geben wir ein bisschen Salz drauf. Ja, noch mehr. Wir werden jetzt im indirekten Bereich auf 49 Grad hochziehen. Anschließend werden wir es von beiden Seiten scharf anbraten. Okay, die Temperatur, die wir haben wollten, haben wir erreicht. Jetzt wird es schon mal scharf angegrillt. Wir lassen es eine Minute drauf. Dann drehen wir es um 90 Grad. Wir müssen ein Grillmuster haben. So. Dann wollen wir jetzt mal das Fleisch drehen. So, das muss jetzt 5 Minuten ruhen, damit die Bratsäfte wieder in die äußeren Regionen dringen, damit es schön saftig ist nach dem Anschneiden. Wir lassen es aber nicht ruhen. Wir machen es noch dekadenter. Läuft an die Dekadenz her. So Volk. Andere Seite. Das ist dritte Liga. Oh oh. Die Dekadenz will weg. Dekadenter? So. Okay. So. Zweite Liga. Champions League. Wir brauchen auch dekadentes Steakpfeffer. Ja, wir haben normales Steakpfeffer. Wir machen das dekadent. Wow. Sieht das cool aus. DDD Steakpfeffer. Daughter and Dad's dekadentes Steakpfeffer. Mittelschnitt. Okay, dann lass mich mal aufschneiden für uns. Dekadenter.
der Rente. So, dann lassen wir uns mal diese herrliche Dekadenz schmecken. Es ist herrlich Gold geworden. Also man schmeckt den Reichtum im vollen Umfang. Herrlich. Jetzt ist es zart. Es ist. Es ist. Man schmeckt den Franzosen. Man schmeckt das harte Gold. Der ist super geworden. Ich weiß gar nicht, wie wir sonst immer so billig essen können. Oh. Ist das gut. Wenn ihr einmal den Luxus probiert habt, dann wird ihr den nie wieder missen. So, ihr den nicht sagt, das war's auch schon wieder für heute. Wenn ihr Bock habt, hinterlasst uns ein Abo. Wenn nicht, dann nicht. Dann beim nächsten Mal. Wenn ihr die Glocke nicht drücken wollt, drückt ihr sie beim nächsten Mal. Und wenn ihr Lust habt, oder auch nicht, folgt uns bei Facebook, Instagram oder Twitter. Oder auch nicht. Wir sind aus. Ihr wart bei? Data. Und jetzt? Sehr seltsam. Man spricht nicht mit vollem Mund. Aber wer so dekadent ist,